Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur rektakulären Zerreißprobe mit mir, dem lieben Schwanke, zum hoffentlich letzten Part. Ich will hier mal langsam fertig werden, hör auf so dämlich zu grinsen, Cartman. Ja, beim letzten Mal sind wir durch die Zeit gereist, haben uns selbst verdroschen, die Zeitlinie so verändert und jetzt sind wir in der Nacht, an dem unser Dad, unser Mom, gebumst hat. Und wollen das versuchen zu verhindern. Oder ja, was weiß ich. Dir, Neuer. Ich gebe dir eine neue Chance. Was wirst du tun, Neuer? Gegen die Bösen kämpfen oder gegen dich selbst, um sehen zu müssen, was im Zimmer deiner Eltern passiert? Bösewichte? Bösen? Hey Mann, wir sind nur Follower. Was? Du bist doch dieses Kind mit einer Fantastillion Follower, oder? Wir dachten, das sind nette Typen. Dann würden wir vielleicht Freunde finden. Weil wir ihr habt doch euch. Keine Follower. Kannst du uns bitte adden? Klar. Oh Mann. Klar adde ich euch. Unser Moment ist endlich gekommen. Wow. Ist das geil. Das mache ich sogar mit einem richtigen Grinsen im Gesicht. Durch euch habe ich alle meine Fähigkeiten gelernt. Wir haben es geschafft. Außerdem versteckt das meine Fähigkeiten. Ich bin so glücklich. Glaube ich zumindest. Wie viele Follower habe ich jetzt? Klein wenig mehr als beim letzten Part. Ja. Ich folge offenbar 100 Leuten. Da fast 3 Milliarden mal mehr Follower. Und extrem viele Likes. Ich würde hier so gern erkunden. Aber kann ich offenbar nicht. Und jetzt sehen wir es. Oh, hey, mein Schatz. Wie alles anfing mit den Drogen und Alkohol. Daddy und ich sind beschäftigt. Fragezeichen. Okay? Geschafft. Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor! Wer bist du? Ich bin Kuhn, das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Du hast... Klar. Wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen... Welche Kräfte habt ihr denn jetzt schon wieder? Ich hab meine entdeckt, als ich noch jung war. Ich habe eines Tages ein Facebook-Profil angelegt und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower. Das sind doch keine Fähigkeiten. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Das sind keine Kräfte. Offenbar scheinen die ja irgendwo interessant gewesen zu sein. Da haben dein Dad und ich uns kennengelernt und das ist merkwürdig. Kalten, feuchten Regierungslabor. Ja, am Tag führten sie Experimente durch und in der Nacht liebten wir uns. So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen und du hattest direkt nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Wirklich so viele? Und wow, kurz darauf die coolste Geburt ever. Warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Okay, das ist jetzt wieder eine Beleidigung. Die können nichts. Weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt und versuchen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal, wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Okay. Um deine Kräfte im Zaum zu halten. Aber es hat nicht funktioniert. Das sind keine Kräfte. Ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott. Ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich auch, Schatz. Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme... Das hat sie also dazu gebracht, Drogen und Alkohol zu konsumieren. Ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt... Wir haben gerade unseren Eltern geholfen. Ich glaube an uns. Oh Gott, Kotz. Wie geht es dir, Schwätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Ja. Ich glaube jetzt an uns. Ich glaube an uns!
Und der Glaube macht es möglich, dass wir den perfekten Zeitfurz abliefern. Drücke A, um zu glauben. Wir glauben an uns. Und mein Controller wurde gerade zum Vibrator. So hart war dieser Furz. Wir sind wieder mitten in South Park. Aber wo sind die anderen? Gute Frage. In welcher Zeit sind wir gelandet? Okay, dann legen wir mal los. Arschloch, da. Heute ist ein großer Tag für South Park. Die Stadt war echt lange Kacke. Klar war die Stadt Kacke, wenn die Bewohner Kacke sind. Das ist mir eine Ehre. Einer von ihnen sogar buchstäblich. Wenn sich an Mr. Hankey erinnert. Scheiße, endlich mal anpackt! Du hast es geschafft. Heute ist die Vereinigung. Wir können dich Connor immer noch aufhalten. Sehen wir es durch? Du willst ihn nicht aufhalten? Du willst diese Vereinigung. Bleib stehen! Du entkommst mir nicht, Cartman. Komm her, damit ich dich boxen kann. Hey, da lang. Schnell, wir können den Wichser noch aufhalten. Da ist er. Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht. Keiner ist so blöd, Leute, auf dich reinzufallen. Du bist Mitch Connor. Gib's zu, Cartman. Nein, bin ich nicht. Gib's zu. Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor. Du warst immer Mitch Connor. Und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf. Keiner glaubt dir. Und erklärst du dann das, Kyle? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Okay. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Alter, fick dich. Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß. Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt, du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde okay. Gehen sich... Okay, jetzt blicke ich auch nicht mehr durch. Ja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pals? Alter. Mich oder den Kuhn? Den Kuhn! Und jetzt habe ich wahrscheinlich Kyle nicht mehr zur Verfügung. Ja, dann nehme ich doch meinen Lieblingscallgirl in den Trupp auf. Gleich wieder da! Dich kann ich nämlich wahrscheinlich gebrauchen, kann die wenigstens von überall angreifen. Hör auf, Kyle, der Scheiß ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht! Bullshit! Was ist... Bullshit! Fick dich, Kyle! So ist fein. Au! Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck! Das ist geil! Statuseffekte auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf! Das ist grausam! Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein! Das ist toll, aber wann hat er sich das draufgekritzelt? Ja. Oh. Hör mit dem falschen Spiel auf, Humankind! Alter, keiner glaubt's dir. Ich bin dafür! Mitch macht das alles! Au. So, doppelt an den lieben Kuhn. Greifst du mich an, greifst du den Kuhn an? Kyle, das ist so. Ich will nämlich beide verprügeln, jetzt. Du bist dran, gegen wen kämpfst du, Freedom Pearl? Jetzt gerade pissen mich beide an. Du wirst das richtig... Ich bin hier nicht der Böse. Doch. Wolltest du Kuhn treffen? Kein Problem. Kyle, du Dreckskerl. Was ist mit dir, Freedom Pearl? Wer von uns ist der wahre Schurke? Müssen wir das jetzt wirklich tun? Ich greife jetzt einfach nur Kuhn an. Weil den guten Teil angreifen bringt mir ja gerade nicht viel. Bist du zufrieden, Eric? Na, wen greifst du an, Freedom Pearl? Wenn ihr mich fragt, habt ihr Arschlöcher gerade beide Prügel verdient. Ja. Da hat er recht. Die haben gerade beide Prügel verdient. Genau. Sieh an, so sehen wir. Und jetzt haben sie erst recht beide Prügel verdient. Oh Gott, verfick nochmal.
Ich glaub ja nicht, was du für ein Wichser bist, Kyle. Okay. Kyle greift wenigstens den Kuh an. Du warst nicht mal in der Nähe. Was ist? Cosmin, hör auf! Ernsthaft! Nein. Aber ein tolles Standbild. Oh, Furzlord hat jetzt auch Ender keinen. Cool. Jetzt kann ich dich verprügeln. Nee, dich ist eine bessere Idee. Hat was. Ihr habt beide Dresche verdient. Den Kuhn habe ich schon umgehauen. Jetzt hau ich dich um. Einfach, weil das nicht witzig ist. Du glaubst, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schadensumlenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Kyle. Nimm einfach die Hand runter. Der echte Mitch-Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Ihr seid beide bescheuert. Ein fieser Windreis. Du bläst vielleicht. Der Wind wütet heute. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Okay. Prügelt euch weiter. Ich war noch nicht bereit, also zählt das nicht. Und du wirst schwerfällig. Was? Was soll der Mist? An die Arbeit! Was soll man da machen? Geh mal aus dem Weg, Korgel. Jetzt hau ich den Kuhn weg. Die pissen mich gerade beide an. Und abgeschickt. Jetzt kennt das Internet deine Adresse, deine Kleidergröße und deine Allergien. Die Allergien würde ich gerne mal wissen. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand. Machen wir es so. Keine Gnade. Seid ihr jetzt zufrieden? Ja. Nee, ist nicht passiert. Davon wirst du elektrisiert. Toll. Das läuft wunderbar. Ich schlitz dich jetzt mal auf. Gucken, ob das dann auch nicht passiert ist. Ich blute! Scheiße! Autsch. Der Schaden zählt nicht. Das verursacht dich verarschen. Du verarschst mich. Hau rein, Neuer! Verreck! Du bist tot! Nein. Wie oft können die eigentlich noch umkippen? So einfach geht das nicht, Freedom Pals. Ey, jetzt bleib doch liegen. Finde ich auch. Ja, Timmy, wir sind uns einig. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Oh ja, Timmy macht was. Moment, was? Moment, Moment. Jawohl, danke, Timmyfi. Danke. Das hast du gut gemacht. Autsch. Rote Laser? Ja, sind die nicht cool? So, jetzt fallt beide um. Wie Hammer und Nagel. Da kommt Kalgirl. So, erstmal einer weg. Du wirst mich hassen. Nein! Du bist nicht mal gut genug, um ein Fake zu sein. Cartman, das ist deine Schuld. Muss ich jetzt erst den Kuhn ausschalten oder ist der jetzt endgültig K.O.? Ich probiere mal was. So, es ist fein. Und jetzt ist es Zeit für dein verdammtes Ende. Und bleib liegen. Alle beide.
Ihr hattet gerade alle beide Prügel verdient. Oh, Alter, es reicht jetzt. Hör endlich auf damit, Kyle. Ernsthaft, es ist nicht mehr witzig. Arsch. Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen. Alter, Kyle, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt. Langsam blickt keiner mehr durch. Wenn ich euch verarschen würde, dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich's ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt wollt ihr mich verarschen? Nicht zugibt. Du zu ihm. Jeder weiß, dass ihr uns nur am Verarschen seid. Wir geben es beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich hab euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Eins, zwei, drei. Ich hab euch verarscht. Hereingelegt. Ja, du Arschloch! Die Idee war gut, Kyle, aber hat nicht funktioniert. Die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor. Okay, okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor. Das ist Cartmans Wichshand. Los, Beeilung, vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor. Ich schwöre feierlich. Ich will mich verarschen. Halt, stopp! Nein. Was ist hier los? Machen Sie mich zum Bürgermeister. Nehmt den Pult weg. Und dann wird der verdroschen. Damit das Kuhn-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pals-Franchise. Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Kuhn bekämpfen kann. Das war alles der Plan von diesem Wichser. Ich kann so ein dreckiger Sack. Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld. Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast. Okay. Selfie. Ja, wo haben wir es denn? Ah, hier. Gut, lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Was? Hey, Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Meinst du, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Wie wär's, wenn ihr einfach den Wein und das Kokain generell weglässt? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Nur 2 Leute auf diesem Podium wissen, ihr habt's nicht gesehen, aber ich hab mir Facepalm gerade gegeben. Ich will das hören. Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Und direkt Double Facepalm. Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Whoa. Was? Du hast mein Dad gefickt? Warum? Ich hab das für uns getan. Cartman, du musst mal zu einem Psychiater. Jag ich die Person, die mein Dad gefickt hat, und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Fick dich, Kuhn. Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihn dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch. Bitte sag mir, dass ihr ihm das nicht abkauft. Dafür werde ich dich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich. Wollt ihr mich verarschen? Also, zum Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Ja. Leute, wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol. Ja, ja. Lass die Drogen einfach mal generell weg. Das war jetzt das Ende. Das ist so eine Verarsche, oder? Kann ich es irgendwie beschleunigen? Ja, könnte ich. Ich beschleunige es jetzt aber mal nicht. Offenbar haben wir damit das Spiel hinter uns. Das Ende finde ich ehrlich gesagt nicht besonders zufriedenstellend. Es ist einfach nur beknackt. Aber das war offenbar die rektakuläre Zerreißprobe. Ich warte jetzt mal, ob hier vielleicht noch irgendwas passiert beim letzten Part. Also bei Stadt der Wahrheit war ja direkt danach auch nochmal was passiert. Kann ja hier der gleiche Fall sein. Außerdem muss man denen ja auch mal ein bisschen hier den Erfolg gönnen, was die alles geleistet haben. Aber ich stelle mich jetzt mal so lange stumm.
Sollte nichts kommen. War schön mit der rektakulären Zerreißprobe. Offenbar kommt da doch noch was. Dad? Nein, du bist das Kitzelmonster. Oh, hallo Schatz. Warst du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle... Ja. Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich, ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Wie kommt es eigentlich, dass unser Dad noch lebt? Ich dachte, er wäre im Genlabor gestorben. Wir haben ihm den fucking Kopf abgesäbelt. Würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schelm. Okay. Man sieht nicht, was die machen, aber man hört es. Dachtest du wirklich, du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen? Butters? Begreifst du nun endlich, was hast du hier zu suchen? Immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Deine Mom gefickt. Wow. Was für eine tolle Nachricht am Ende. Unser Dad hat immer unsere Mom gefickt. Das ist eine sehr tolle Nachricht. Ja, ich lasse das jetzt mal ein bisschen schneller durchlaufen. Das Spiel hat ja auch noch so einige DLCs. Wenn ihr wollt, dass ich diese auch noch spiele, dann schreibt es doch in die Kommentare. Was ich auf jeden Fall noch machen will, ist mich mit Morgan Freeman anlegen, sobald ich meinen Karrer mindestens 2-3 Stufen hochgejagt habe. Ich weiß, dass ich jetzt auf jeden Fall immer noch zu schwach für den wäre. Ich habe mich schon einmal mit denen angelegt, habe mich gewonnetet und das richtig hart. Ja. Soweit ich weiß, sind da 2 DLC Sachen, also spezielle Stories, die würde ich dann auch nochmal spielen, aber wirklich nur, wenn ihr wollt, dass ich die mache, die kosten Geld. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat mit der rektakulären Zerreißprobe. Wir sehen uns dann beim meinem nächsten Video. Mit den Credits sind wir offenbar auch fertig. Ich sag damit ciao, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.